Guten Tag, liebe Mediziner, liebe Patienten und auch liebe gesunde Menschen. Ich danke Ihnen, dass Sie so aufgeschlossen sind und sich für neue und ungewöhnliche Ansichten interessieren. Es wird sich hier in dieser Einführung auch um einige meiner biografischen Schlüsselerlebnisse handeln. So sollten meine weiteren Beiträge mehr Glaubwürdigkeit bekommen, auch wenn ich Sie nicht mit statistischen Daten der evidenzbasierten Medizin langweilen werde. Mein Beitrag ist eher etwas wie eine lebenslange Kasuistik mit vielen guten Fallbeispielen und es wird sehr persönlich, sehr biografisch, oft überraschend, manchmal sehr intim und mit einigen Anekdoten bestückt, aber alles war für meine Entwicklung wichtig. Wahrscheinlich fragen Sie sich, wer ich bin, der mit solchen reißerischen Behauptungen die Aufmerksamkeit auf sich lenken möchte und was für eine Kompetenz ich habe, um mit so starken Behauptungen zu prahlen. Oder Sie fragen sich vielleicht, warum ich es wage, zu der heutigen modernen Medizin kritisch zu stehen. Und schließlich könnte Sie einen Verdacht haben, dass ich damit nur für meine eigene Praxis werben will. Nein, das habe ich nicht mehr nötig. Ich bin heute schon 71 Jahre alt und seit etwa 10 Jahren pensioniert. Also bin ich nicht mehr fachlich medizinisch tätig und dazu bin ich auch physisch nicht mehr zu erreichen, weil ich nicht mehr in Europa lebe. Jetzt in der Rente bin ich endlich befreit von ökonomischem Überlebenskampf. Ich darf mir wieder leisten, frei und unentgeltlich für all das zu stehen, was ich für richtig halte. Mein Name ist Dr. Robert Kovárik, Jahrgang 1945. Ich bin ein deutsch-, tschechisch- und russischstammiger gebürtiger Tscheche, der später in Deutschland arbeitete und schließlich nach Südamerika auswanderte. Ich fange ganz von vorne an. Am Anfang war ich kein besonders guter Schüler. Mit 14 Jahren, im letzten 8. Jahr der Grundschule, war ich so oft krank, dass ich viel versäumte und recht schlechte Note bekam. Aus der Mathe war ich fast durchgefallen. Die Aufnahmeprüfung für das nahe Gymnasium habe ich nicht bestanden und nur mit einer Protektion von meinen Eltern bekam ich doch noch eine Chance, eine neue Prüfung zu machen und auf einem anderen, weit entfernten Gymnasium zu studieren. Ich war damals noch recht unreif. Die mittlere Stufe ist nicht spezialisiert. Einige Fächer begeisterten mich, wie die Biologie, wo ich exzellierte, andere ließen mich kalt. So bunt waren auch meine Noten. Ich habe damals kaum noch aus den Schulbüchern gelernt. In der Schule war ich ein Tagträumer, doch irgendwie bin ich immer durchgekommen. Das Mathematik-Lehrbuch habe ich mir die ganze Zeit nie richtig angeschaut. Ich habe es nur als eine bloße Übungsansammlung betrachtet und erst viel später habe ich begriffen, dass es eigentlich auch ein Lehrbuch mit Anleitungen für die Lösungen war. Nachhinein verstehe ich das, was ich ein typisches Beispiel des Menschen mit ausgeprägter Dominanz der rechten Hemisphäre bin. In der Mathematik, in chemischen Formeln und in der Fremdsprache Grammatik bin ich eher schlecht. Dagegen in der deskriptiven Geometrie, in der Musik, in der Vorstellungskraft, in Hintergrundanalysen, in neuen Ideen und im Buchschreiben ist es umgekehrt. Mein erster Erfolg erlebte ich erst bei der Abitur, die ich, überraschend für mich, mit Auszeichnung bestand, weil ich mich auf sie endlich mit gebührendem Respekt fleißig vorbereitete. Dann sollte sich alles ändern. Mit 17 Jahren begann mein Studium an der Allgemeinmedizinischen Fakultät der Karls-Universität Prag. Bei der Aufnahmeprüfung wurde ich sofort aufgenommen. Wahrscheinlich hatte die Kommissionsprüfer beeindruckt,
dass ich Ihnen meine recht gute und aufwendig gestaltete Abiturarbeit über die Funktion des hohen nervalen Systems vorlegte. Bei dem ersten Vortrag an der Uni schaute uns der Chemieprofessor Katzel im überfüllten Vortragssaal lange und nachdenklich fast jeden Einzelnen an und ermutigte uns mit seinen folgenden netten Vorhersagen. Ich sehe in diesem Vortragssaal heute etwa 500 Studenten. Im nächsten Jahr bleibt von euch nur die Hälfte übrig. So war es. Meine Schlampigkeit im Lernen bekam schnell eine Wende, als sie bei dem ersten Zwischenprüfungsgespräch über die zentriolen Funktion in der Zelle während eines Biologieseminars von dem leitenden Assistenten entdeckt wurde. Ich konnte nur sagen, dass sie dynamisch ist. Damals schaute mich der Assistent lange in die Augen, dann nahm er das Lehrbuch in die rechte Hand, winkte mit ihm vor meinen Augen und sagte mir folgende mahnende, für mich schockierende und kaum zum glaubende Worte. Wissen Sie, ich bin von Ihnen enttäuscht. Wenn Sie es wollten, Sie könnten das Buch in einer Woche, was sage ich, auf einem Nachmittag auswendig lernen. Und ging von mir traurig weg. Ich schämte mich. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, was mich gedemütigte, aber auch ermutigte und mir endlich ein Selbstvertrauen schenkte. Der Assistent war ein guter Psychologe. Seine einmalige, konstruktive Kritik fruchtete. Seitdem begann ich das Studium ernst zu nehmen. Als er uns allen zum Schluss unserer Bewertungen öffentlich vorlas, stand da über mich. Der beste Student des Studienzirkels mit ausgeprägter Fähigkeit, logisch zu denken. Wahrscheinlich deshalb wurde ich von der Kathedraleitung zu dem sogenannten Studienleiter unseres Studienzirkels für die nächsten 11 Semester ernannt. Es war eine Funktion, die mir rätselhaft wurde, weil ich sie nie irgendwie wahrnahm. Man sagte aber, dass von der Auswahl der Studienleiter irgendwie automatisch das Niveau der Studienzirkel abhängt. Wie auch immer, unser Studienzirkel wurde zum Schluss des Medizinstudiums als der beste genannt. Mein zweites schockierendes Schlüsselerlebnis war die erste Begegnung mit dem Anatomie-Lehrbuch. Das Pensum, was wir an der Uni lernen mussten, überschritt das bisher Gewöhnte bei Weitem. Es wurde für mich ernst. Als ich am Ende des Tages das Unangenehme tat und versuchte, das zu rekapitulieren, was ich kurz vorher so mühevoll lernen versuchte, war das Ergebnis tragisch. Ich konnte mir nur auf einen Bruchteil dessen erinnern, was ich den ganzen Tag so mühsam paukelte. Es blieb prinzipiell auch nicht ausreichend Zeit dafür, um überhaupt all das abfragen zu können, was ich stundenlang in meinen Kopf schlug. Die grimmige Prophezeiung von Professor Katzel klang mir ständig in den Ohren. Bisher kam ich mit Leichtigkeit durch, aber jetzt, damit war es jetzt Schluss. Als Medizinstudent musste ich riesige Mengen an Informationen auswendig lernen, sollte ich mein Medizinstudium erfolgreich beenden. Aber wie? Ich war ja immer etwas faul, um hart zu pauken. Und da hat sich meine Abiturarbeit über die Funktion des höheren Nervensystems ausgezahlt. Ich verließ mich auf meine Intuition und so beschloss ich, ein Experiment zu machen und mich auf die zuverlässige Arbeit des geheimnisvollen Unbewusstseins zu verlassen. Man muss ihn nur mit den notwendigen Informationen aufmerksam füttern und dann alles sofort vergessen, beschloss ich. Am besten sofort etwas völlig anderes zu machen. Spazieren gehen, Musik machen, Kino besuchen oder
was ich am liebsten tat, mit meiner künftigen Frau einige schöne Stunden zu verbringen. Dann würde sich in meinem Gehirn in den nächsten Stunden automatisch alles richtig festsetzen. Es war so. Es war nur wichtig, diesen unbewussten Vorgang durch nichts zu stören, insbesondere nicht mehr versuchen, sich sofort zu prüfen. Und das gefiel mir. Durch die bewusste Konzentration auf das Wenige, was man sich abfragen würde, würde man nämlich potenzierende Schwerpunkte in das Gedächtnis setzen, die viel dominant würden. Und das Gedächtniskonstrukt würde unausgewogen gespeichert. Die nicht dominanten Informationen würden dadurch überlagert und aus dem Gedächtnis verdrängt. Wenn man diesen Fehler vermeidet, speichert das Unbewusstsein den ganzen, noch fragilen Konstrukt des Gelesenen zuverlässig selbst. So entstand mein erfolgreiches Lernsystem der drei Lesungen, wie ich es nannte, und wie ich es seitdem lebenslang benutze. Ich kann damit mühelos, bequem und höchst effizient hunderte, ja tausende Seiten des bis dato unbekannten Textes in 1 bis 2 Wochen lernen und dabei horizontale und vertikale Querverbindungen zwischen den Fachbegriffen optisch sehen. Es braucht nur eine angenehme, durch Neugier positiv motivierte Disziplin. Wie? Es klingt kompliziert, ist es aber sehr einfach. Weil ich den Stoff dreimal lesen wollte, ich werde gleich erzählen, warum gerade dreimal, musste ich mein einzelnes Tagespensum ermitteln. Zuerst habe ich die Tage gezählt, die ich zum Lernen hatte. Davon habe ich einen Tag der Reserve abgezogen. Jetzt habe ich das Ergebnis dreifach dividiert. Das war die Zeit, in der ich je einen Lesedurchgang unbedingt beenden musste. Dann habe ich alle Seiten des Stoffes, das ich lernen musste, zusammengezählt. Alle Seiten habe ich mit dem verfügbaren Drittel der Zeit mit den Tagen dividiert. Somit wusste ich, wie viele Seiten ich um jeden Preis, egal was geschieht, an jedem Tag diszipliniert lesen musste. Und nun, warum dreimal lesen? Und wie ich mich positiv motivierte? Ich verwendete für mich 2 Tricks. Erstens, wenn ich etwas Langweiliges lernen musste, stellte ich bildhaft seinen praktischen Gebrauch vor. Eine realistische Anwendung dessen, was mir gerade so trocken vorkam. Am besten, dass ich eine diesbezügliche Aufgabe hätte, die ich dringend lösen musste und nicht wüsste, wie ich es am besten tun sollte. In dem Text vor mir lagen alle die Ratschläge und gerade dort fand ich die Anleitung, die ich im Augenblick so nötig brauchte. Und so war ich all den Menschen von mir unendlich dankbar, dass sie es für mich schon herausgefunden hatten und mir die dringend benötigte Lösung wie auf dem silbernen Tablett im vorliegenden Lehrbuch kostenlos schenkten. Plötzlich kam mir jeder Stoff äußerst wertvoll vor. Ich las ihn mit der größten Spannung und Aufmerksamkeit und er blieb auch in meiner Erinnerung. Zweitens, ich habe alles wie ein Spiel aufgefasst. Bei dem ersten Lesen sagte ich mir, gut, ich muss zwar viele Seiten jetzt durchlesen, aber eigentlich nur, um sie kennenzulernen. Jetzt will ich einfach nur wissen, was es überhaupt drin ist, worüber es sich handelt. Ich brauche es deswegen nicht zu lernen, weil ich es ohnehin noch zweimal lesen werde. Bei dem zweiten Lesen sagte ich mir, na gut, jetzt kann ich versuchen, den Stoff etwas zu lernen. Aber eigentlich ist es nicht schwer, weil ich das gerade jetzt schon einmal gelesen habe und so kurz darauf kommt mir das alles schon recht bekannt vor. Egal, wenn ich das nicht schaffe, ohnehin werde ich es noch einmal lesen und lernen können.
Bei dem dritten Lesen war es schon ganz einfach. Ich sagte mir, obwohl ich ein Atheist bin, o Gott, schon wieder dasselbe zu lesen, wie langweilig. Es ist nichts Neues dabei. Ich erinnere mich auf jedes Wort und auf das Abbild jeder Seite, wenn ich sie nur sehe. Ich kenne es eigentlich schon, also ab jetzt werde ich nur suchen, ob ich etwas Neues, deshalb vielleicht Interessantes finde. Die dreifache Wiederholung war also ausreichend, um wie automatisch und vor allem mühelos alles zu lernen. Und an dem letzten reservierten Tag, unmittelbar vor der Prüfung, habe ich nichts mehr gelesen. Ich habe nur einen schnellen Kontrolldurchgang der Seitenlayers gemacht. Alle Seiten habe ich nur langsam durchblättert, um mit einem Blick zu kontrollieren, ob ich wirklich weiß, was drin war. Falls ich mich nicht sicher fühlte, habe ich in wenigen Sekunden den Inhalt mit schnellem Lesen etwas tiefer kontrolliert und blätterte gleich weiter. Immer, wenn ich einen Begriff fand, der auf mehreren Seiten vorkam, musste ich sofort spüren, wo war er noch erwähnt. Falls ich das nicht sofort wusste, blätterte ich schnell zurück, um all die Seiten zu finden, wo er eingebettet war, und ging gleich wieder, um die angestrebte Ausgewogenheit des Gedächtniskonstruktes aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise frischte ich mir mein Gedächtnis auf, stellte alle möglichen Querverbindungen horizontal und vertikal bei allen Fachbegriffen klar, und so war ich bestens getimt auf die Prüfung am nächsten Tag. So bekam ich die eine Eins zu der anderen. Und es hatte noch einen Vorteil. So gewann und behielt ich das höchste Leistungsstipendium, das es gab. Da ich durch meine Uni-Erfolge positiv motiviert wurde, wurde für mich die Uni-Zeit zu einer der glücklichsten Phasen meines Lebens. Mit bohrenden Fragen gewann ich einen Respekt von der rätselhaften Natur, in deren Mustern ich seitdem alle Antworten auf alle meine physiologischen und pathophysiologischen Fragen suche, um meine Therapie daran zu richten. Die Natur nicht zu vergewaltigen, sondern sie nachzuahmen, das blieb seitdem meine Devise. Meine Lerntechnik war so überzeugend, dass ich sofort nach der anspruchsvollen zweitägigen Staatsprüfung gleich zwei Stellenangebote von meinen prüfenden Professoren in ihre begehrten Unikliniken in der vollbesetzten Hauptstadt Prag bekam. Ich habe beide verlockenden Angebote abgelehnt, weil ich ein Psychiater werden wollte und dafür schon 2 Jahre vorher an der Uniklinik volontierte. Mit meiner Lerntechnik bin ich mit der Gesamtnote von 1,2 nur um 1/10 der Punkte am roten Diplom mit der Höchstnote 1,1 geschrammt. Als eine Entschädigung dafür wurde mir die Ehre zugeteilt, dass ich auserwählt wurde, den festlichen Einleitungsvortrag vor der Promotion meines Jahrganges in Aula Carolinum der Karls-Universität Prag 1968 halten zu dürfen. Das hatte noch einen Vorteil für mich. Sobald ich angefangen habe, in der psychiatrischen Anstalt Prag Bohunice zu arbeiten, bekam ich einen Anruf von der Militärverwaltung, ob ich mein militärisches Pflichtjahr nicht sofort eintreten wollte. Als ich es verneinte, kam der Handel. Es stellte sich heraus, dass ich dafür nicht in der 3-monatigen befürchteten strengen Ausbildungslage gehen müsste und sofort die Vertretung eines Hauptarztes einer prominenten Militäreinheit am Rande Prag übernehmen sollte. Der Hauptarzt würde mich in einem Monat medizinmilitärisch fit machen und dann zu seiner mehrmonatigen Attestationsausbildung zu gehen. Das habe ich angenommen und bei der Militär 4 Kleinchirurgie gelernt und selbstständig praktiziert. Zwischenzeitlich war ich für 3 Monate auch als Hauptarzt zu einer bedeutenden Panzerbrigade ausgeliehen.